Ja, servus Leute, dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt gerade bin. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. In so einer Art FC Schalke Museum eines guten Freundes, Ecki. Ecki ist bekannt vielleicht den einen oder anderen Ja, mit der Mahlzeit. Geschichte Gott auf Schalke. Jetzt habe ich gerade das gesehen mit Bordeaux und du hattest es ja schon im ersten Video angedeutet. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Erzähl mal. Ich habe genau das Ding, was ihr gerade gesehen habt, den Zeitungsausschnitt, mit dem bin ich zu Bordeaux zum Training gefahren. Damals alles noch relativ gut möglich. Habe ihn darauf angesprochen, auf die Geschichte, also auf die Liebesbeziehung, die er zu Gott hat. Und daraufhin sind wir einfach in Kontakt gekommen. Also dann haben wir Nummern ausgetauscht und haben uns hier und da mal getroffen. Und seitdem sind wir eigentlich seit 17 Jahren jetzt, oder 16 Jahren, sind wir in relativ guten Kontakt. Ist natürlich jetzt weniger geworden, weil er zurück Klar. in Brasilien ist. Aber genau, so ist Toll. das gekommen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so dein Zimmer sieht, dein Museumsraum, ich könnte jetzt noch weiter umschwenken, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das ist ja eine tolle, interessante Geschichte. Könntest du uns denn beim nächsten Mal auch etwas erzählen, was dich ganz persönlich bewegt hat? Ja, Mit Gott auf Schalke? ich habe eine Geschichte ganz kurz. Du siehst ja die ganzen Trikots, die du schon gezeigt hast. Ja, genau. Und man könnte meinen, ja klar, wenn der Fußballspieler kennt, das sind jetzt alles voll Bordon-Trikots. Da ist kein einziges Trikot von Bordon, weil es mir immer wichtig war, dass ich ihn nicht kennenlerne, damit ich was von ihm bekomme, sondern mir war wichtig, dass er weiß, da ist jemand, der vielleicht für mich betet, der vielleicht für mich da ist, wenn es ihm nicht so gut geht. Und deswegen wollte ich ihn kennenlernen, um was zurückzugeben und nicht was zu bekommen von ihm. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. So können wir das mal stehen lassen. Jo, machen wir. Okay, ciao, ciao.